Hallo, meine lieben Freunde, ich bin's, euer Udo, und ich melde mich zurück bei Disco Elysium, dem etwas anderen Rollenspiel, das weniger ein Rollenspiel und mehr ein Adventure mit Rollenspielcharakter ist. Das letzte Mal haben wir es geschafft, einen neuen Aufenthaltsort zu finden. Wir können jetzt im Gratis wohnen, finde ich absolut großartig. Kim ist noch immer nicht hier, was mich ein bisschen irritiert, weil ich einige Sachen hätte, die ich gerne mit ihm machen würde. Wir könnten natürlich Bücher kaufen und Bücher lesen, oder wir könnten natürlich den letzten Fall uns anschauen in unserem Ding, aber ich will einige Dinge einfach nicht machen, ohne dass Kim da ist. Da gibt es noch irgendeinen Typen, mit dem habe ich schon mal gesprochen, aber irgendwie. It's all about the money. Okay. Die Polizisten sagen jetzt auch nichts Interessantes. Mit dem Typen können wir auch nicht reden. Guard auch nicht. Und ich würde ganz gern warten auf Kim, bis ich anfange zu singen, damit ich jemanden habe, der mich rausholt, wenn etwas Schlimmes passiert. Das heißt, könnten eigentlich, können wir noch mal ins alte Zimmer gehen? Geht sich das aus jetzt noch, oder? Ich will noch nicht in mein neues Zimmer gehen. Ich will noch das letzte Mal ins alte Zimmer gehen. Schauen wir mal, ob wir reinkommen. Schaut gut aus. Wieso kann ich diese Flasche nicht aufheben eigentlich, frage ich mich. Okay, schauen wir mal. Wir haben ja. Ah, bei den Tools ist das, glaube ich. Mit dem können wir auch interagieren. Genau. Ja, die Unsolvable Case. Das ist nämlich der letzte, den wir noch nicht haben. Wie ist das? Okay. Ja. Ja, das könnte natürlich einiges erklären. Okay. Ah, das heißt, es geht um Leslie und Burke. Deswegen auch der Name. Also known as Leslie and Burke. Also known as the Public Indecency Drunk and the Property Damage Drunk. Aha. Okay. Also so unsolvable scheint das ja nicht zu sein. Couldn't we just keep them off the streets? Ja, wir könnten sie einsperren, aber das hat er ganz am Anfang gesagt, dass das nicht möglich ist.
Wir könnten ihn natürlich. Man könnte sie umbringen. Public Indecency natürlich. Das klingt nicht nach mir. Oh. Ah, more drunkenness hat geholfen, den unsolvable case zu solven, indem wir den einen zusammengeschlagen haben, krankenhausreif geschlagen haben. Okay, das klingt nicht gut. One last time, yes. Okay, you're right, it doesn't. Danke, Logic. Nein, das klingt wirklich nicht nach einem Raphael Something Cousteau. Das klingt aber auch nicht nach einem Harry Dubier, oder wie heiße ich hier richtig? I can revisit this. Ja, danke. So, das möchte ich mir jetzt anschauen. Detective Cousteau. Temporary Research Bonus minus 2 Conceptualization für 2,5 Stunden. Aber wir haben gerade den Bow Collector. Das sollte uns nach Hause bringen, hoffentlich. Detective Raphael Ambrosius Cousteau. When you say it, it feels like you're taking a bite of lemon meringue while sitting on the terrace of a seaside cafe. On a cool summer day in Sulaklef. It's everything you're not. You haven't created many things during your stay in Martinez, but you've created this, a fancy, sophisticated name that makes you sound intelligent and that no one seems to acknowledge. Don't you feel like you deserve a reward for coming up with something so special? And what would that reward be? Alles zu konzeptionalisieren, nicht die Autobahn.
Big Idea. Ja, ich glaube, das werde ich, wenn der Pro Collector fertig ist, werde ich das internalisieren. Whatever. Wir haben noch so viele Plätze frei. Ah, wir internalisieren alles. Okay, schauen wir, ob Dings da ist, ob der gute Kim da ist. Es ist nach 20 Uhr. Wäre schön, wenn er da ist. Ich würde ganz gerne einige Sachen mit ihm besprechen, die wir herausgefunden haben. Ich würde gern für ihn singen. Detective Kim, wo bist du? Ich habe keine Ahnung, wann er zurückkommt. Ich weiß es einfach nicht. Er ist offensichtlich noch nicht da. Wann zum Henker ist er wieder da? Auch diese Sachen, also das da würde ich auch ganz gerne nur mit ihm machen. Was? Das habe ich doch schon. Ah, ich kann nochmal nach dem Typen fragen. Das haben wir gemacht. Ah, wir könnten zum Everard reingehen, um ihm das zu sagen. Gut, das könnten wir tatsächlich machen. Sollen wir das mit der Klasse gleich machen oder das mit dem Everard jetzt machen? Das ist eine gute Frage. In Wirklichkeit ist das wurscht, dieses Ding hier. Mordwaffe brauchen wir. Wobei, wenn wir es ihm sagen, vielleicht kriegen wir dann unsere Waffe. Gute Frage. Spirit is eternal. The horrific necktie is getting ready for the endgame. For the love of God, do not remove it till the magic happens. Wir müssen den Necktie anziehen, wenn wir singen. Müssen wir den Necktie anziehen, wenn wir singen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Okay, gehen wir zu Everard. Das ist... Na, wobei, nein. Nein. Gehen wir zuerst zu Klaasje. Schauen wir, ob wir sie nochmal nach dem Mord fragen können. Ich glaube, Zeit vergeht tatsächlich nur, wenn man mit Leuten reden. Oder halt irgendwelche speziellen Dinge tun, wie lesen. Klasse. Hey, meine Liebe. Huch. Was ist das? She's made around 4 months of payments for this room. Ja. Das hat uns gesagt. Im Hintergrund höre ich noch die Musik von unten, finde ich gut. Dann nicht mehr.
Klar, sie ist nicht kalt hier draußen. Let's talk more about this so-called assault. I need to talk to you about your room again. Can I ask? None? Andere questions. Can I ask more about you for the record? Auch nicht. Okay. Na okay, fangen wir das auch noch. 89%. Does that mean you're 11% not sure? Nein, eigentlich nicht. Challenging failure. Tja. Do I? Okay. Sexual assault is a serious matter. I need a serious statement from you. No one deserves to be raped. Okay, then. It sounds like something happened and you don't want to acknowledge it. Okay, good. This is on point. Interessant, ich kann sie gar nicht nach dem Typen fragen. Das heißt, ganz offensichtlich muss ich später kommen. Wirklich später. Ah, das ist blöd. I'm not really stuck, aber doch irgendwie. Weil, wie schon gesagt, die meisten Sachen würde ich gern mit Kim machen. Und ich möchte auch nicht erkunden ohne Kim. Der ist mir eigentlich sehr recht, dass der in der Nähe ist. Ich will auch nicht zu Evert gehen ohne ihn. Ist er schon da? Komm, klopfen wir. Ja, oder auch nicht. Na gut, dann gehen wir halt zu Evrat als nächstes. Ah, wir brauchen vielleicht gar nicht zu Evrat gehen. Gehen wir zu Manjana. Genau, ich glaube, das ist eine gute Idee. Gehen wir mal zu Manjana. Sagen wir dem, dass wir aufgesperrt haben. Wir müssen nicht direkt zu Evrat gehen. Außerdem können wir unser Geld jetzt für alle möglichen Sachen ausgeben, was wir vorher nicht konnten. Das heißt, vielleicht kaufen wir uns ein paar Sachen, die wir uns ursprünglich nicht unbedingt leisten wollten. Reason I visited, turns out he has one hell of a colonial mug collection. Yes, his mug collection certainly represented antiquated social values. See how we are all busy concentrating on the racist mugs? That's what the ruling class wants. A man with such a funny mug collection can't be that bad. All I'm saying is he had lots of marks.
Antiquated, so yes, his mock collection certainly represented antiquated social values. Das ist eigentlich gar keine schlechte Antwort. Dann nehmen wir die. Weiß Evrat jetzt, dass ich es ihm gesagt habe? Ja, das hatten wir schon. Ja. There is only one law friend, and that's me. Ah, okay. Das haben wir das letzte Mal schon so gemacht. Good talking to you, gotta run. Okay, nein, das war ganz offensichtlich nicht das, was wir machen mussten. Wir müssen wirklich zu Evrat direkt gehen. Naja. On the other hand, es gibt Schlimmeres. Außerdem, vielleicht können wir noch Sachen finden da drinnen. Das heißt, was wir hier machen, ist eigentlich nur Stalling. Interessant. Ein neues Ding gefunden. Was ist das? A giant ass print on the pillow and a pattern of coffee rings on the armrest. Someone is habitually chilling next to the radio. Oh, warte mal, da gibt's ein Radio. Wie soll ich das nicht aufmachen können? Ist irgendwas Neues jetzt drinnen? Wahrscheinlich nicht. Ah. Ja. Ja, okay. Und dann gehen wir wieder raus da. Telefonieren wollen wir auch nicht. Plitsch, platsch. Könnte es bitte aufhören zu regnen? Collecting rainwater. Okay. Hey, Bur. Hast du mir was noch zu sagen? Was anderes? Schaut nicht so aus. What's in the container over there? Okay, what's in that container over there? Okay. Tja. Dann gehen wir zu Evrat. Da ist wenigstens nicht nass. Mir geht es schon ganz schlecht alleine bei dem Gedanken, dass ich die ganze Zeit durch den Regen renne, ohne dass ich einen Regenschirm habe oder Regenmantel oder sonst irgendwas in die Richtung. A member of the board. I opened the door you asked me. Can we discuss the murder now?
Huch. Keine Ahnung, ich nehme mal an. Okay. Danke, Suggestion. I may have gone inside and seen a collection of racist mugs. I did go inside. Weasel had the flag of the old Ravishall on his wall. The deal wasn't for me to go inside, so I didn't. Richtig. The mug collection I mentioned was in the apartment. I found a similar mug in the trash with the hanged man's clothes. I've heard about the connection between the lynching and the strike. I'd like to hear what you know about it. Oh, ihr seid so arm. Weißt du, ich hätte ja Mitleid mit den Arbeitern, wenn nicht du der Anführer wärst. Ja. Our victim. Ja, aber der Einzige, der niedergemäht wurde, war der Typ. Trotzdem hat er hier niemandem was getan. Hold on, you have a village elephant. Go on. I think I've heard enough. Ja, eigentlich habe ich schon gehört. Sicher, also ich habe jetzt nicht wirklich viel Brutalität von ihnen gesehen. I think I've heard enough. Oder go on. Sollen wir ihn weiter ranten lassen? Wieso nicht? Okay, they move the container. Okay. Okay, how did he end up hanging from the tree? Nicht? Wait, the whole neighborhood, is it on it? Is in on it? Who exactly did the pushing? Ah. Also er schiebt die Schuld auch auf die Hardy Boys, die ja schon selbst zugegeben haben, dass sie ihn umgebracht haben. Ja.
Danke, Logic. You believe they killed the hanged man? Peacekeeping is good. Are you not afraid that we are going to arrest them? Okay. Danke, Empathy. Okay, there was a bullet in the hanged man's head. Das könnten wir ihm natürlich an den Hut werfen, aber ich hätte ganz gerne Kim dabei. How do you know the mercenaries were hired by the shipping company? You mentioned the lawyer girl. Tell me about Titus Hardy and his crew. Fragen wir mal nach dem Lawyer Girl. Lassen wir ihn nach dem fragen. Seven. What more can you tell me? Who's second in command? Who's the most violent? Okay, das war jetzt nicht wirklich viel aussagekräftig, das wusste ich schon alles. I met these Hardys. Can you ask them to cooperate with me? Okay. Wait, why are you giving it to me? Take it, although I don't need it. I only wanted you to help me with the Hardy boys. Ja, wir lassen uns nicht weiter kochen. Jetzt wäre es schön gewesen, wenn Kim dabei gewesen wäre. Der wäre stolz auf uns gewesen. Good talk, let's conclude for now. Okay. I'm not a man of the left. I'm a patriot of Revachol. You're right not to trust me. I take care of me. I'm a hustler. I grind. I'm a money engineer. Nah. What's that supposed to mean? I'm more left than you are. This is another corrupt scheme, isn't it? I'm neither left nor right. I do what my heart tells me to do. Ugh.
Also wir sind definitiv mehr rechts, mehr links als dieses Aas von einem geldgierigen Sack. What are the signatures for? Ja, klar. Zuerst verkaufst du ihnen Drogen und dann. Ah. Ah, er braucht also, you mean the fishing village? What will happen to current occupants? Are you 100% sure no one's going to end up homeless? Ja, klar. Aber die sind aus dem Fischerdorf. Wer weiß, ob die überhaupt zu Martinez gehören für dich? Ich bin mir nicht sicher, Empathy, ob ich dir trauen kann in diesem Fall. Fine, if I happen to be there, I can ask them. No, I'm not going to do this. Ja, wir müssen ja noch immer nicht die Unterschriften bringen. Okay, I mailed the signatures you asked me to get. Okay. Wir können noch immer anlügen. Can we go over the few details concerning the murder again? Nein. I'm going to leave now, but we might talk again later. Das nächste Mal kommen wir mit Kim her. Ich möchte das nicht ohne Kim machen. Okay, meine lieben Freunde, 25 Minuten sind lange vorbei. Die haben geendet in dem Moment, wo dieses Gespräch begonnen hat. Das heißt, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Viel Spaß, viel Glück und bis bald.